Zap! Hallihallöle und herzlich willkommen zu einem neuen Warp-Geflüster aus der Spielebude. Heute mal wieder aus dem Spielebude-Keller hier unten, denn im Moment bin ich häufig auch abends in der Druckerfarm unterwegs, um einfach die ganzen großartigen Aufträge von euch alle mal irgendwo an Töcht zu bekommen. Dementsprechend habt ihr es in den letzten Wochen mitbekommen. Also letzte Woche hatte ich in der Tat mal Urlaub. Ich glaube, das erste Mal, seitdem ich den Laden habe, aber das erste Mal abseits der Sommerferien. Das war ganz cool. Auch die Kids haben sich darüber gefreut. Und davor war es aber in der Tat so, dass das regelmäßig abends dann nochmal Druckerfarm neben dem Laden am Start ist und dann immer das Warp-Geflüster so ein bisschen, in Gefahr war, wann kann das gemacht werden. Ich versuche dann immer, das trotzdem noch zu machen und mit euch eine Runde zu schnacken, denn ich finde das immer ganz, ganz großartig. Allerdings, wenn ich dann in der Druckerfarm abends auf die Uhr schaue und dann steht da plötzlich 11 Uhr, dann muss ich das in letzter Zeit doch immer mal wieder verschieben. Dementsprechend dachte ich mir, nein, das geht nicht. So ist nicht cool. Dementsprechend heute aus dem Laden heraus, während gerade die Maschinen unterwegs sind und quasi zwischen zwei Wechselphasen, dachte ich mir, nehme ich mir doch mal die Zeit, nutze ich die Zeit, um mit euch ein Ründchen über das Tabletop-Hobby zu schnacken, denn da hat sich ja einiges getan in den letzten Wochen. Jo, was genau und wieso und weshalb und dass es vielleicht für euch lohnenswert sein kann, in der Ecke von Bocholt zu wohnen oder hier rüber zu ziehen, nicht? Das gibt es gleich alles im Video. Jetzt gibt es erstmal ein Intro auf die Ohren. Dieses Video wird ermöglicht durch eure Einkäufe in der Spielebude, sowohl vor Ort als auch in unserem Webshop, sowie durch euren Support über unser Ticketsystem und Patreon. Herzlichen Dank dafür und jetzt viel Spaß. Da bin ich wieder. Da sieht man einer an. Habe ich da nochmal erstklassig die komplette Anmoderation gemacht mit einem Bild. Wisst ihr was? Hallo und herzlich willkommen nochmal zum Warp-Geflüster in der 17. Kalenderwoche im Jahr 2022. Und ja, ihr habt es mitbekommen. Ich sitze in unserem regulären Druckstudio. Filmstudio. Hab mich volle Kanne darauf konzentriert, in die Kamera reinzuschauen, da ja da vorne der Schneiderechner steht. So wie ich das ganz häufig und auch Jan Bernd und Tobi in den Videos dann sagen, da ist der Rechner, da ist die Kamera. Und ich dachte mir, bevor ihr immer nur mich von der Seite seht, konzentriere ich mich auf die Kamera und habe offensichtlich in der Zeit hier schon Bilder angehabt. Das ist natürlich absolutes Träumchen. Das ist Weltexperten und absolute technische bewandte Leute am Start sind. Ja, das Schlimme ist, das war nicht immer so. Ich war mal echt technisch total bewandert und konnte es richtig gut. Und mittlerweile fühle ich mich dann regelmäßig alt. Liegt aber auch einfach vielleicht am Alter. Als kleine Anekdote, heute kam ein Displayständer von Ravensburger um die Ecke. Da stand drauf Back to School Display. Ja, ist klar, wofür das ist, ne? Aber als ich Back to School gesehen habe, da muss ich direkt laut And We Are the Leaders singen und hatte den Deftones Jingle im Kopf. Eine wundervolle, rockige Nummer, wie ich finde, die sicherlich auch nicht alt klingt, dachte ich. Und dann war das Lied, habe ich nachgeguckt, ich glaube knapp 20 Jahre alt. Ja, dann da weiß man, worüber man redet und wie das Ganze ausschaut, aber gut. dementsprechend jetzt auch dann nochmal vis-à-vis einen wunderschönen guten Abend und Hallöchen. Ich versuche jetzt jedes Mal auch das von hier zu machen, denn das ist vom Umbau her einfacher. Das ist dementsprechend auch von dem, dass ich die Videos und die Abende mit euch im Warp-Geflüster verbringen kann, sicherlich deutlich stabiler, das so zu machen. Ich wollte auch eigentlich schon lang die Naht den Poll hochgeladen haben oder eingestellt haben bei YouTube. Der kommt auf jeden Fall noch, um zu schauen, wann für euch auch die beste Zeit ist.
dass man das machen kann. Ob das vielleicht eher während der Mittagszeiten ist, nicht? Oder ob das durchaus abends eine ganz gute Kiste ist, dass man es einfach mal, dass man dann, dass wir gemeinsam eine gute Zeit finden, die sich auch umsetzen lässt. Denn auf der einen Seite, klar, ne, ihr seid großartig und seid ja immer sehr verständnisvoll, wenn es um die Live-Startzeiten oder auch um das andere geht. Und bei den Sachen, da sehe ich, also ich sag mal, die Qualität in der Strukturierung der Startzeiten, die ist im Moment noch nicht da, aber es macht mich total unzufrieden. Also es ist so, ne, ich bin gern ironisch und sarkastisch, was man sicherlich auch in einem ein oder anderen Video schon mitbekommen hat. Aber im Endeffekt ist natürlich schon mein Anspruch, dass ihr mittwochs nicht unbedingt fragen müsst, gibt es denn jetzt einen Live-Warp-Geflüster, sondern dass es klar ist und dass das in den Zeitplan auch so gut zu integrieren ist, dass ich das alles zuverlässig machen kann, außer wenn mal Urlaub ist, aber das sollte eine Ausnahme sein und es sollte nicht die Regel sein, dass es alles so durcheinander ist. Das gleiche ist natürlich dann mit den beiden Spiele-Videos. Da weiß ich zumindest und großartigerweise für diese Woche schon Bescheid. Da gibt es nämlich am Freitagabend, und ich habe es hier vorne schon mal so ein bisschen stehen, ne? Nachdem ich mit Stefan meinen Battle Report hatte und mein Spiel hatte Nightwatch gegen Baratheon, ist es so, dass der René, der ja auch schon mit Baratheon hier unterwegs war, die Idee hatte, dass er mal gerne die Leute, die das Schwarz anlegen, herausfordern möchte. Dementsprechend gibt es am Freitag auf jeden Fall ein ordentliches Rundchen A Song of Ice and Fire. Und am Samstag ist Jan Bernta und da gibt es direkt zwei Videos, was mich sehr freut. Denn am Samstag gibt es zwar beide in dem Grundsystem Grimdark, also von One Patch Roots. Allerdings spielen wir einen Battle Report regulär, Grimdark als solches. Und einmal gucken wir uns Firefight an. Und Firefight ist der Skirmish-Mode, der andere Regeln mitbringt. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das ganze Ding funktioniert. Jo. Das ist erstmal dazu, also der Teil, der steht. Und die Live-Warp-Geflüster lege ich jetzt erstmal auf Mittwochs, denn das ist einfach besser handelbar, auch mit meiner Zeitanstellung, denn da ist sonst immer Mittwochs um 8 Uhr Schichtbeginn. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das Warp-Geflüster rum ist, dann schaffe ich das noch nicht so ganz, dann immer direkt ins Bettchen zu gehen. Dementsprechend sitze ich dann da immer morgens mit ganz viel Kaffee und Zahnstochern in den Döppers, damit ich dann morgens auch die Uhrzeit irgendwie gut rumbekommen kann. Und dementsprechend, ja, macht das deswegen mehr Sinn, dann einen anderen Tag zu nehmen, weil dann habe ich auch mehr Ruhe und muss da nicht immer so immens durchhetzen. Oder habe zumindest nicht das Gefühl, immer immens durchhetzen zu müssen. So, dass da auch, dass wir da viel unentspannte Zeit miteinander haben. Jo, wir sind erstmal zum Organisatorischen und dann würde ich doch sagen, aufgrund dessen, dass ja auch einfach echt einiges anliegt, sind knapp 22 Schnickti-Schnacktis, die ich heute mitgebracht habe. Und prinzipiell ist da noch nicht alles dabei, was ich eigentlich dabei haben wollte. Aber ich dachte mir, wenn die nächsten Warp-Geflüster vielleicht wieder so ein Hin und Her sind dabei, dann nehme ich die da nochmal mit rein, um auch mit euch darüber zu schnacken zu können. Zum Beispiel wie die großartigen, geleakten Bilder zur kommenden Horus Heresy Box, sofern die denn dann echt sind, wobei ich nicht wüsste, wie man die so gut faken kann, inklusive Panzer und Condemnator. Das ist heute nicht dabei, das kommt noch. Ich würde sagen, aber bevor ich euch jetzt erzähle, was ist also nicht dabei, huschen wir mal rüber zu den Sachen, die dabei sind. Zup, ne? Und dementsprechend gehen wir mal einmal hier vorne rüber. Eigentlich sollte das Bild größer sein. Mhm. Habe ich allerdings irgendwie nicht so ganz hinbekommen. Das sollte nämlich einmal Bildschirmfüllen sein, wisst ihr? Das ist, wenn Technik den ganzen Spaß hier begrenzt, so. So, jetzt kann man es besser sehen. Und zwar kommt jetzt am Samstag ein neues Necromunda Starter-Set quasi raus. Mit, so ein bisschen anderen Schwerpunkt, als man es vorher fand, ich von Necromunda kannte. Necromunda war für mich vorher Skirmisher auf, oder in quasi in Necro, oder auf dem Planeten Necromunda, aber in diesen Underhives.
Das heißt, in den verschachtelten Gängen. Und das ist jetzt aufgelöst, beziehungsweise wird umgeändert. Necromunda wird zum Skirmisher auch auf einer Platte kommen. Und also auf einer offenen Platte, wo, ich sag mal, so ein bisschen Dune Fremen war zumindest mein erster Gedankengang dabei. Ne? Hier vorne, die Fremen in ihren Sandbuggies durch die Gegend düsen, um dann, um dann da gegen Wüstenkämpfer anzutreten. Die Männchen, finde ich, die sehen total spannend aus, vor allem auch die Reiter im Hintergrund. Die Wüstenmenschen aus Star Wars treffen auf die Fremen von Dune. Und das Ganze auch mit einem ganz coolen Board. Also muss man einfach sagen, das Ganze nimmt nochmal irgendwie neu was mit. Bei Necromunda, trotz, neuem Setting, neuer Edition, auf jeden Fall so ein bisschen neuem Flavor, der dabei ist, ist es dennoch weiterhin so, dass ihr auch die Schablonen mit dabei habt. Was ich sehr cool finde. Also, ne, ich kann mich gut erinnern an die ganzen, an die ganzen Diskussionen. Hier ist eine Schablone, da ist ein Haus. Wo zählen jetzt gerade die Schablone und wie machen wir das regeltechnisch mit die Flammenschablone? Hat an der Base zu sein und dann lege ich mal gerade ins Haus rein. Das war nicht alles optimal, aber so irgendwie hatte das auch was, fand ich immer. Dementsprechend finde ich es sehr schön, bei Necromunda wird das Ganze beibehalten. Ob jetzt Necromunda als solches in Deutsch nochmal rauskommen wird, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das Ding ist halt, es ist ein Specialist-Game, genau das passt, glaube ich, ganz gut. Es ist ein Specialist-Game und Specialist-Games sind relativ häufig so, dass die nicht mehr mit übersetzt werden. Und dass man die im Grunde genommen ja halt out of the box auf Englisch bekommt, ist halt jetzt immer ganz cool. Ist auch irgendwie schade, sollte allerdings die Konsequenz ansonsten als Alternative sein, dass gar nicht rauskommt, wäre es auch schade. Was man allerdings bei der Box mit dabei sagen muss, ich habe gerade mal die Mail geöffnet, wo dann auch die Preise da drin stehen. Ja, ne? Also, ich glaube, man muss da schon Bock drauf haben. Ansonsten ist das schon eine Hausnummer. Ja, ne? Aber man hat halt ein Starter-Set dabei. Ich hätte jetzt gehofft und erwartet, dass es, vielleicht ungefähr bei so einem Preis 155 € Liste ist. Das wäre cool gewesen, da ist es leider nicht gelandet. Dementsprechend, muss man da mal gucken. Jo, das erstmal dazu. Dann haben wir hier genau noch einmal die Einheiten. Aber das war nicht das Einzige, was Games Workshop gezeigt hat. Denn die sind jetzt gerade richtig groß am Rausposaunen. Jetzt mache ich es mal wieder ein bisschen kleiner. Denn neben einem neuen Necromunda-Setting gibt es auch neue Battletomes. Und eins der ersten Battletomes, oder ein Battletome, was jetzt gerade angeteasert wird, zusammen mit den Regeln, ist das Battletome der Daughters of Cain. Und ja, das habt ihr richtig mitbekommen. Die Daughters of Cain bekommen wieder ein neues Battletome. Da wird wohl auch ein neuer Charakter dann mit drin sein. Und das knapp ein Jahr, nachdem ein Battletome für die Daughters of Cain gerade neu rausgekommen ist. Damals ja auch mit Armeebox, wo ein neuer Charakter mit eingeführt oder angetriggert wurde. Und jetzt kommt wieder ein neues Battletome. Und im Endeffekt ist natürlich schön. Neues Regelbuch, ne? Wenn man Age of Sigmar unheimlich gerne spielt, ist es eine tolle Kiste. Ich habe ein bisschen mit Wehmut einfach ganz subjektiv drauf geguckt, weil wenn ich mir überlege, wie häufig ich mit dem Battletome meiner Daughters of Cain gespielt habe im letzten Jahr, dann weiß ich, dieses Buch habe ich mir jetzt für 2 Matches, glaube ich, geholt. Und da kommt schon wieder ein neues Buch daraus. Während gleichzeitig, wenn man sich das dann die Flash Eater Chords nimmt, die beim letzten Age of Sigmar Battle Report ja hier auf dem Kanal zu sehen war, bei denen hatte ich noch mein Softcover-Regelbuch. Also Daughters of Cain hatte ich auch am Anfang mal Softcover-Regelbuch. Dann habe ich letztes Jahr mir ein Hardcover-Regelbuch geholt, um dieses Jahr wieder ein Hardcover-Regelbuch zu holen für 42,50 €. Bei dem, da muss man sich nichts vormachen, wenn die Meta einmal erschüttert ist und die Turnierspieler sich ihre Daughters of Cain gekauft haben, die PDF das Ding erstmal wieder umkrempeln wird, damit dann der nächste Battletome
deutlich attraktiver wird. Und das ist schon, das fand ich schade. Ich meine, den Mechanismus, den kann man mögen, den kann man doof finden. Aber was ich halt schade finde, ist, dass mit diesem PDF-Zerpflückungsmechanismus so Bücher ja eh schnell irgendwie an Halbwertzeit vielleicht ja, verlieren oder man sich zumindest auf neue Sachen einstellen muss. Dass dann allerdings ein Jahr altes Buch ersetzt wird durch jetzt ein neues Buch, weil ein Charakter kommt, während mein Flashy the Court seit, ich weiß gar nicht, wann kam denn das Softcover-Ding raus? Ich würde jetzt mal sagen, da habe ich mal mein Battletome seit 4 Jahren und seitdem bekam die gar nichts. Das ist dann schon irgendwie, ja, ich weiß nicht, finde ich recht schade. Ja. Stimmt. Es kann sein, dass der Chat gerade nicht im blauen Kasten zu sehen ist. Das ist richtig. Ja, mein Gott. Das lag und lag daran, dass jetzt ist er an. Jetzt ist er an, ja. Dass es noch auf Battle Report Modus gestellt war und da ist ja der Chat an der Seite immer ausgestellt. Jetzt ist er auf jeden Fall zu sehen, genau. So, wegen Corona hatte Irina auch null Chancen, in einem Laden zu spielen und irgendwas zu machen. Das ist richtig, genau. Und dann schaue ich nochmal eben, ich gehe mal kurz auf den Chat ein, weil der ja nicht eingeblendet war. Seban, ja, das mache ich noch fertig, genau. Da ist es so, heute kamen die großen Resin-Curing-Maschinen an. Das ist so, ich habe das mal, als ich den Umbau der Farm gezeigt habe und dass wir von Anycubic einige Maschinen jetzt aus der Druckerfarm rausnehmen und vor allem auf die großen 15 Zoll Durchmesser-Maschinen setzen. Wir haben drei unterschiedliche Reinigungsbecken. Ein Becken davon ist ein Alkoholbecken und Alkoholbecken sorgen leider regelmäßig dafür, dass Plastik sich nicht so wohl fühlt, wie es einem als Püppchenspieler lieb wäre. Der Alkohol zerfrisst alles, nicht nur das Resin, was gekürt werden soll, also was von den Minis dann abgewaschen werden soll, sondern leider auch die Maschinen. Das heißt, die Maschinen, die dafür sorgen, dass die Miniaturen mit UV bestrahlt werden, damit ihr die sorglos auch dann auspacken könnt, die zerlegen sich auch irgendwann durch Restbestände des Alkohols, die einfach während der Produktion dann mal da sind. Dementsprechend mussten da neue Maschinen her. Da gab es auch da kleine Lieferverzögerung, ist glaube ich bei allen technischen Kisten irgendwie. Und zwar so krasse, dass wir eigentlich große Maschinen von Frozen unten uns hinstellen wollen und hinstellen werden. Die sind auch geordert direkt bei denen. Die kommen dann aus den USA. Das ist dann so ein Riesending, wie der Drucker selber. Da kann ich mich selbst reinsetzen. Die haben allerdings einiges an Lieferzeiten jetzt im Moment. Ich glaube, in 4 oder 5 Wochen sollen die Dinger da sein. Das heißt, damit ihr nicht noch länger warten müsst, ist es so, habe ich jetzt einfach mal Maschinen geholt, die werde ich wahrscheinlich dann anschließen, wenn die von Frozen kommen, die werdet ihr dann wieder hier über das Warp-Geflüster bekommen oder so, ich weiß nicht, ob man die dann noch gebrauchen kann, aber das ist so das Medium-Ding, da kann ich mich nicht reinsetzen, da kann ich so ein Gebäude hier reinsetzen, das ist 29 cm groß, das ist schon mal besser als die wir jetzt haben, aber ja, endlich ist zumindest die Übergangslösung da, dementsprechend können wir damit anfangen. Okay, huscheln wir mal rüber, das war ein kleiner Exkurs da, und dann ist gucke ich nochmal einmal in den Chat rein, denn 3 Wochen haben wir uns quasi nicht zum Warp-Geflüster gesehen, da kommen auch immer wieder Fragen auf, dann ist einmal noch eine Frage, was ist aus Stefan geworden, wenn der Stefan gemeint ist, der bis letztes Jahr im August hier eingestellt war als Auszubildender, der ist leider seit August nicht mehr Bestandteil des Spielebude-Teams, genau. Da werde ich aus datenschutztechnischen Gründen natürlich nichts zu sagen können, aber genau, der ist seit August nicht mehr da. Dafür haben wir jetzt den René seit ich überlege jetzt gerade, wann ist denn René angefangen? Ich glaube im Oktober. Im Oktober für uns gewinnen können, der eine großartige Verstärkung hier im Laden selber ist. Aus der Brettspielecke kam und mittlerweile kennt ihr den ja auch, denn wie sagte René so schön am Anfang, Tabletop ist nicht meins. Aber die Baratheons finde ich gut. Bemalen fand er auch blöd und ja. Wenn ihr bei uns in der lokalen Community schon drin seid, er bemalt mittlerweile sogar seine Minis. Das heißt, alle ausgeworfen,
Und den Fisch an Land gezogen. Nee. Gut. Passiert schon mal, aber nicht. Darum sind wir alle hier. Irgendjemand hat uns irgendwann mal ganz fieserweise mit dem Tabletop-Virus infiziert. Kommst du so schlecht von weg? Ist ja genauso schwierig wie vom Kaffee. So, jetzt erstmal Prost. Und dann huscheln wir mal weiter im Text hier. Also, auf jeden Fall, Daughters of Cain kommt nach gerade mal zart einem Jahr, bekommen die ein neues Battletome. Und da wurden jetzt als, ja, ich sag mal so, als Anschub, als kleines Ding, ja, ich sag mal, dass man schon mal angefeedet wird als Spieler, dann haut ja Games Workshop gerne Regeln raus. Das heißt, dieser neue, ich habe immer Power from Pain im Kopf. Dabei Power from Pain ist bei den Drukhari, aber die Daughters of Cain haben ja ein Äquivalent. Ne? Haben sie jetzt wieder, das heißt, ab Runde 1 gibt es 1 auf Rennwürfe, ab Runde 2 hat man noch mehr dazu. Das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz gute Kiste, dass da der Kalenderwochenteil drüber ist, damit auch bloß niemand die Chance hat, irgendwas zu sehen. Ich schieb's mal etwas hoch, genau. Plus 1 auf Charge Roads, finde ich auch ganz stark. Ab Runde 3, denn die Sachen werden sicherlich wieder kumulativ sein, gibt es 1 auf Trefferwürfe, wenn in der Nahkampfphase ins Gesicht geboxt wird. Ab Runde 4 gibt es dann auch noch 1 auf die Verwundungswürfe oben drauf und in Runde 5 gibt es einen 5er Retter. Klingt jetzt erstmal nicht groß anders als, meine ich, die aktuellen Regeln. Ich bin mir jetzt nur noch nicht ganz sicher. Ich glaube, im aktuellen Battletome hat man in Runde 5 nicht einen 5er Retter, sondern einen 5er Save after Save. Aber gut. Also das ist erstmal das, das, was von denen schon mal da ist. Aber es war nicht das einzige Battletome oder das einzige Buch, was Games Workshop ja mittlerweile gezeigt hat. Denn, stimmt, genau, es sind noch einige andere. Aber ich habe den dazwischen gebaut. Das ist, ihr seht schon, nach 3 Wochen muss ich mich wieder so ein bisschen sortieren. Und ja, um ein wenig Struktur reinzubringen. Ich dachte mir, ich nehme mal die unterschiedlichen Regelbücher von Games Workshop, die sie jetzt angetriggert haben, denn da sind ja auch noch Chaos Knights, da sind noch Imperial Knights mit dabei, da sind noch andere Sachen am Start. Streue ich mal so die anderen Informationen halbwegs mit rein. Was habe ich denn da hingenommen? So, und zwar steht da, pum, pum, pum. Das liegt an der falschen Taste, das kann natürlich sein. Wobei ich einfach hier, ne, Matt Damon einfach sehr, sehr cool finde auch. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, das ist so, dass ich im Moment unglaublich viel Zeit in der Druckerfarm verbringe. Ich sehr viele Nachfragen natürlich auch bekomme, wenn die ganzen Designer wieder schicke neue monatliche Sets rausbringen, ab wann die denn im Webshop drin sind. Und muss sagen, der Tag, der hat irgendwie, muss ich mittlerweile feststellen, wirklich nur 24 Stunden. Pups, egal wie viel Kaffee ich in mich reintünch und wie ich es drehen und wenden möchte. Das heißt, irgendwann sind zeitliche Ressourcen für bestimmte Arbeiten einfach nicht mehr rauszukitzeln, weil das Tagesende vorliegt. Dementsprechend ist es so, damit einfach da mal mehr Schwung dann reinkommt, stellen wir ein und suchen aktuell eine Stelle mit 10 bis 20 Stunden erstmal, um sich einzuarbeiten und dann zu gucken, wenn ihr da Bock drauf habt, ne, ob da eventuell bzw. in welcher Form da auch dann mehr möglich ist. Aber wir stellen erstmal in dem Rahmen ein und wenn jemand von euch hier vorne ums Eck wohnt und Bock hat, Teil des Teams zu werden, dann gerne an dennis@spielebude.com eure Bewerbung schicken. Wofür und ne, stellen wir ein, worum geht es dabei? Es geht natürlich um die Befeuerung der Druckmaschinerie. Das heißt, eure Aufgabe wird sein, wenn ihr da ein Teil des Teams werdet, dass ihr einmal die einzelnen unterschiedlichen Sets, die einzelnen Miniaturen berechnet, sowohl als Resin-Sachen für die Miniaturen als auch für die Filament-Druckerfarm. Danach die ganzen Artikel dann in den Webshop reinpackt, mit Bildern verseht. Zunächst erstmal mit denen, die von den Herstellern mit dabei bekommen. Und natürlich langfristig gedacht,
Natürlich dann auch, dass wir die Miniaturen, nachdem sie hergestellt sind, selber hier dann ablichten, damit man dann auch besser sehen kann, was denn hier aus der Druckfarm kommt und wie das aussieht, wenn ihr euer Zeug hier holt. Was nachdem anschließend dann, ne, nachdem die Sachen dann auch, ich sag mal so, angefangen werden, auf Schloff zu ziehen, was natürlich mit drin ist, und ist das dann irgendwann auch die Druckerfarben mit bedient werden sollen. Da werdet ihr natürlich vollkommen eingeführt, sowohl auch da, was Filament angeht, als auch was die Resin-Sachen angeht, damit einfach da die, ich sag mal, die Produktivität nochmal nach oben gezogen werden kann. Denn das ist, wie gesagt, das ist mir aufgefallen. Manchmal ist der Wille, Sachen zu machen, deutlich höher als das, was der Tag anschließend an Stunden rausspuckt. Und das ist. Ja, liegt dann leider in der Natur der Sache, dass dann Produktionswege und Zeiten dann manchmal länger sind als von mir gewünscht und von euch sicherlich auch erwartet, aber lässt sich dann halt aufgrund dieses zeitlichen nicht so regeln. Dementsprechend ist allerdings jetzt glücklicherweise genug zu tun, dass wir uns hier als Spielebude es leisten können und leisten wollen, da auch unser Team in die Richtung zu verstärken. Also, wenn ihr damit drin sind, dann tipp, tipp, tipp. Ja, auf jeden Fall aus Oberhausen vorbeikommen, gerne. Dann auf jeden Fall einfach an dennis@spielebude.com schicken. Da gibt es dann deutlich mehr Details und man kann wunderbar miteinander schnacken, um zu schauen, wie wir das Ganze starten können. Jo, was gibt sonst noch Neues? So, und da, genau, da war ein kurzes Intermezzo nämlich mit am Start. Jetzt gucke ich mal, ob ich auch da ziehen kann. Ja, guck mal, das wunderbar. Ach, das ist ja. Ich habe schon gesagt, nicht nur die Daughters of Cain bekamen ihre ersten Trigger oder ihre ersten Teaser, wie es da regeltechnisch ausschaut, sondern auch die Knights. In diesem Fall einmal die Chaos Knights. Denn den Chaos Knights, den kann man wundervolle, interessante Male geben, die, ja, ich sag mal, die so ein Stück miteinander korrelieren. Ja, ich sag mal, wer früher mal. Ich sag ganz schön viel, ich sag mal. Aber wer früher die Chaos Space Marine schon kannte mit dem Mal des Nurgle und dem Mal des Khorne etc., da war es so, dass immer bestimmte kleine Extra-Regeln den Einheiten gegeben wurden, die, ich sag mal, schon deutlich mehr ausgemacht haben, als es heute, finde ich, tun. Also heute ist Mal des bei Chaos Space Marines oft ja eher mit Keywords und dementsprechend mit Synergien verbunden. Es war so, dass in der siebten Edition und in der Edition davor das wirkliche Auswirkungen hatte. Ich glaube, bei Mal des Nurgle zum Beispiel, da hattest du dann, dass du plus ein auf deinen Widerstand bekommen hast. Du wurdest allerdings langsamer. Also all das, was mittlerweile so ein Stück in den dedizierten Chaos-Gott-Einheiten in den Grundregeln schon niedergeschrieben ist. Also, dass sie halt langsamer sind, ne? Dass sie ein Safe after Safe bekommen, dass die schneller rennen können, wenn man zum Beispiel Slaanesh etc. nimmt. Das konnte man früher, weil es auch nur ein Chaos Space Marine Buch gab, über die Male regeln. Dementsprechend waren die halt deutlich, deutlich umfangreicher als solche. Und das scheint Games Workshop wieder so ein bisschen zu integrieren. Diesmal in dieser Despair, Doom und Darkness Regeln. Und da ist es so, dass man das quasi als Mal den einzelnen Imperial Knights gibt und dann zum Beispiel hier bei Doom dann anfängt, denen wirkliche Aura-Abilities zu geben, wenn die diese, ja, ich weiß nicht, ist das dann Mal, wenn die Sonderregel auf jeden Fall bekommen. Bin ich sehr gespannt, wie das Ganze wird, denn das ist dann schon so ein Ding, das unterscheidet die dann durchaus von den Imperial Knights. Und bis jetzt war es so, hab ich das zumindest. Vielleicht, ne, wenn ihr das anders seht, gerne mal in die Kommentare rein. Bei meinem Empfinden immer so, man hatte zwar die Chaos Knights und man hatte die Imperial Knights. Die hatten so zwei, drei unterschiedliche Regeln und die Chaos Knights hatten noch eine eigene Waffe mit dabei. Aber im Endeffekt war das das Gleiche. Ne, man hatte einmal Stachelmodell, man hatte das glatte Modell, aber die waren sehr ähnlich. Und wenn jetzt über diese Male ein bisschen mehr an Flavor reingebaut wird, dann finde ich, ist es doch durchaus mal eine ganz attraktive Kiste. Denn auch die Imperial Knights bekommen Sonderregeln mit dazu. Allerdings sind da bestimmte Bünde, die man eingeht und die sich dann zum Beispiel auf Armiger-Klassen etc. beziehen. Also da ist der Mechanismus ein etwas anderer, zumindest das, was man jetzt schon mal in den Teasern gesehen hat. Ich hoffe, dass Games Workshop das durchhält. Denn die letzten Jahre waren ja die Regeln eher dafür bekannt, dass.
Flavor aus den Regeln rausgenommen wurde und alle Einheiten oder alle Armeen erstmal relativ generisch waren. Natürlich war der neueste Codex oft der stärkste, aber da hatte sie plötzlich Orks, die unfassbar gut mit explodierenden Fünfen schießen konnten. Es gab plötzlich Tau, die einem ins Gesicht reinboxen konnten, als wären sie Muhammad Ali. Und wenn die jetzt wieder so ein Stück zurückgehen in Richtung Flavor, wäre das schön. Ich sag mal, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass Games Workshop irgendwann wieder den Casual-Spieler wie euch, wie mich abholt und sagt, wir machen Regeln auch für nicht nur turnierorientierte Spieler, um über Meta-Änderungen Verkäufe zu erzielen, sondern um einfach dafür zu sorgen, dass der Casual-Spieler fluffig spielen kann. So, das wäre natürlich ein Träumchen. Vielleicht ist da zumindest so ein Hauch möglich, nach dem, was sie da gezeigt haben. Jo, dann anderes Spielsystem und anderer Laden. Kings of War ist mittlerweile in Deutsch erschienen. Da vielleicht ganz wichtig, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da auch super überrascht. Auch das deutsche Regelwerk ist als Softcover da. Wenn man sich die Produktfotos anschaut, zumindest ich da von den Zulieferern bekommen habe und quasi von Mantic, dann waren da immer Hardcover-Bücher drauf. Aber weder das englische noch das deutsche Regelwerk von Kings of War 3. Edition ist in Hardcover da. Das sind halt alle Softcover-Bücher. Aber ist halt ein riesen Monster-Schinken. In Anbetracht dessen, man da einfach mal von unserer Druckerfarm so Infantry-Bases nehmen kann und damit das Spielsystem dann komplett mit Age of Sigmar-Miniaturen ja spielen kann. Um es anzutesten, werde ich mir mal das Regelwerk auf jeden Fall zu Gemüte ziehen. Mal schauen, vielleicht hat ja jemand von euch, vielleicht hat ja jemand in der Lokal-Community Lust darauf, so ein bisschen das Spielsystem einfach kennenzulernen. Ich bin da sehr gespannt. Ich hab mich mal in die 2. Edition reingelesen. Allerdings war ich damals noch nicht so Rank-and-File-affin, beziehungsweise habe Rank-and-File schnell immer mit dem sehr verkopften Warhammer Fantasy verbunden, das sehr viele Fans hatte. Aber das, ich sag mal so am Ende der Warhammer Fantasy Zeiten mich damals überfordert hat. Und als neugieriger Tabletopper hatte ich das damals sehr, sehr extrem. Jetzt, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen. Ich wollte viele Tabletop-Systeme kennenlernen und dementsprechend sollten sie eher einfacher gehalten sein. Also einfacher in Form von die Regeln, die mussten, ja, ich sag mal, in so einer Stunde lernbar sein und zwar so, dass man sie gut anwenden konnte. Und da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele Systeme. Das war bei Warhammer Fantasy nicht der Fall. Ich habe so das Gefühl, dass bei Warhammer 40k jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, weil da einfach so viele Eventualitäten sind, aber als die 2. Edition rauskam, wie gesagt, da war es so, da ist gerade Age of Sigmar, ich glaube, in die Second Edition gekommen, als er das in der Hand hatte, und die Second Edition von Age of Sigmar, die habe ich total hart abgefeiert, und die 8. Edition von 40k war raus, auch das Ding fand ich zum Launch super granatenstark, und ich glaube, Legion stand auch in den Startlöchern. Dementsprechend, ihr seht's, ne? Also, nee, gar nicht. Auf dem Foto sieht man es nicht. Das Ding hat. Also, wäre es ein Hardcover, dann wäre es ein Backstein. Das ist so 10 Kilo schwer, so ungefähr. Aber vom Regelsystem soll es wohl sehr zugänglich sein. Das ist auf jeden Fall jetzt in Deutsch da. Was übrigens auch demnächst da sein wird, zunächst allerdings auf Englisch, ist Warpath. Und Warpath ist ein Ding, ich habe es nicht als Bild mit hier hingenommen, weil ich habe es nun über mein Handy bekommen und wusste nicht, wie, als Werbung bei Facebook geschaltet und bekam das dann nicht gut nochmal eingefangen. Aber Mantic hat im Moment für Warpath eine sehr interessante Kampagne. Eventuell haben ein paar Leute von euch das Ding schon gesehen. Und zwar ist es so, dass Warpath ein Sci-Fi-Massenschlacht-Tabletop-System wird. Ich sag mal, ähnlich wie Kings of War. Damals die Fantasy-Veteranen, glaube ich, die über das Rank-and-File oder über den Rank-and-File-Verlust hinweggetröstet werden sollten mit einem, ich hoffe, guten Spielsystem, weil deswegen lese ich mir das auch an, weil ich da echt Gutes von gehört habe, ist es jetzt so, dass Mantic wieder in eine Kerbe reinspringt. Denn ich
sag mal, wir haben unsere Blubberblasen. Man kennt es so, ne? Social Media. Wenn man irgendwelche Sachen nachliest, dann wird es bei Facebook, bei Instagram etc. getriggert. Und in den Social Media Blasen ist es natürlich schon so, dass man dann oft die Sachen sieht, die man selber schon mal entweder interessant gefunden hat, die man sich durchgelesen hat oder ähnliches. Und da ist so, der Kanal hier ist als Casual-Kanal groß geworden. Ich freue mich darauf, jetzt sind die Lockerungen da. Ich überlege, Facebook bietet mir immer an, dass man darüber einen Kalender machen kann. Dementsprechend bin ich gerade am Überlegen, ob man darüber die Herausforderung machen kann, denn aber kurz die Kurve, denn halt zu Warpath und zudem auch, ne, und zu Kings of War. Wir sind hier casually groß geworden. Ihr seid nach hier gekommen, um in der Regel casually zu spielen. Wir hatten auch ein paar Turnierspieler da, die allerdings dann das in der Regel nicht so gemacht haben, zu sagen, okay, wir ziehen hier hart vom Leder, sondern am meisten hat mich da der Besuch vom, eventuell der Renner, die euch an, vom Panzer Mike beeindruckt. Ich hoffe, es war Panzer Mike. Wenn nicht, dann tut es mir, aber ich habe Panzer und Mike. Ich, ne? Der, ich glaube, in der Turnierszene relativ weit oben immer auch bei den Metas mit dabei war. Er sagte, ey, komm, ich kann ja mal vorbeikommen und so ein Competitive-Teil einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Der hat das auch super toll dann gezeigt. Aber das war, ich sag mal, die Ausnahme und war dann auch so ein Video. Ich versuche mal den Competitive-Gedanken und die Spielweise mit den Synergien dem Casual-Teil halt nachzubringen. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass ich manchmal sehr subjektiv den Verlust des Casual-Gedanken auf Seiten von Games Workshop für beide Systeme, dass ich dem nachtraue und dass viele von euch Ähnliches sagen und ja mit uns zusammen hier aus der Spielebude auf die Reise gehen und sich Grimdark anschauen, The Song of Ice and Fire anschauen, dann Star Wars Legion anschauen oder auch bei kleineren Systemen wie zum Beispiel Marvel Champions, ach Champions League, Crisis Protocol etc., dass ihr bei den Sachen oder bei Saga dabei seid, bei Bold Action jetzt und sagt, ja, dieser nur auf oder primär offensichtlich auf Turnier-Meta und Turnier-Meta-Verkäufe gezielte Teil, der ist nicht so meins. So, das ist unsere Blase. Aus dieser Blase heraus und aus der Blase im Laden heraus hat man natürlich oder kann man den Eindruck bekommen, okay, eventuell sehen das auch viele andere so. Und Mantic hat dafür gesorgt, dass ich dachte, okay, diese Blubberblase scheint ziemlich groß zu sein. Denn der Aufschrei, als Warhammer Fantasy abgesägt wurde und zu Age of Sigmar wurde, war bei den Rank-and-File-Spielern enorm. So enorm, dass, wie gesagt, dass das Mantic dafür das Kings of War entwickelt hat, um zu sagen, Leute, ihr steht auf Rank-and-File, wir haben hier was für euch. So, jetzt kommt Warpath. Und die Werbung von Warpath, und das ist dann der Punkt, wo ich mir dachte, wow, es ist offensichtlich doch nicht die Blase. Der Teil, womit Mantic im Moment Werbung macht, ist ein Text, in dem man War und Hammer irgendwo lesen kann und sie bewerben Warpath als großartiges und absolut schnell erlernbares taktisches Sci-Fi-Spiel für alle Spieler, die keine Lust haben, 40.000 PDFs zu lesen aus 10 Büchern, die alle Nasen lang wieder invalide werden. So ungefähr. Also prinzipiell. Ich habe mich da verstanden gefühlt. Dementsprechend werden wir natürlich, sobald Warpath raus ist, auch das Ding testen. Aber ich fand das schon ganz amüsant. Wenn ihr davon noch nichts gehört habt, dann googelt es gerne mal. Aber wie gesagt, zum Launch ist Warpath auch hier. Und wir werden, das natürlich auch, genauso wie Grimdark, austesten. Auch mit der Starterbox. Denn ich muss sagen, die Miniaturen, die Mantic da reingehauen hat, die sind schon sehr, sehr schick. Also da muss man sich nichts vormachen. Aber wie gesagt, also der Text, so von wegen, ne? Also wer wenn ich nicht 10 Bücher mit 40.000 keine Ahnung haben möchte und alle Nasen werden deine Bücher invalide, der ist bei uns genau richtig. Da ist der Holler die Waldfee, das ist
Also die Keywords Warhammer 40.000 waren irgendwie mit dabei. Und das war schon, ja, das ist eine Kampfansage. Ich bin gespannt, ob Mantic da mit dem System dann wirklich mithalten kann. Als Werbegag fand ich aber, wie gesagt, das ganz interessant, weil halt wirklich für mich ja nie ganz klar ist, haben wir hier unsere kleine Blase, denn das weiß man ja in sozialen Netzwerkszeiten nie so ganz. Aber die Werbung, fand die Granate. Gut, das auf jeden Fall. Ne? Dementsprechend, ich bin auch sehr gespannt, wie Kings of War wird. Am Wochenende gibt es Grimdark. Ich sitze auch schon dran. Das war mal die Fantasy-Version von One Patch Rules nehmen. Aber da ist halt noch einiges am Start. Gut, damit wir Grimdark, damit wir vielleicht dann auch bei Warpath passendes Terrain haben, haben wir neue Lizenzen und zum Beispiel ist Sacrumonus dabei und das Ding hier ist ich glaube Prospero ist kopierrechtlich geschützt, dementsprechend ist es der Planet der Zauberer und wenn man jetzt allerdings oder wenn ich jetzt gucke, ne, was Leute hier im Laden, wenn die sich das Ding anschauen, sagen, dann ist es auch entweder, oh ja, stimmt, ja, genau, richtig, der Planet der Zauberer kann es auch sein. Alternativ kann man natürlich die Dinge auch silber und schwarz machen und die ganzen Einlassungen da grün fluoreszierend bemalen. Auch dann ist das sicherlich mit Skarabäen versehen ein Setting, was durchaus gut geht. Und da freue ich mich schon drauf, wenn wir das Set bemalt haben, beziehungsweise ne, mit den Airbrushes bemalen, damit das schnell fertig ist. Damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt davon, wie unfassbar groß das Ding ist. Hier ein kleines Teaserbild. Auch da oder gerade an dieser Stelle nochmal einmal die Erinnerung oder falls ihr euch da durchklickt. Wir suchen im Moment dringend jemanden, der in der kompletten Druckerfarbe mit Produktanlegen etc. da unterstützt. Und wenn ihr euch bewerben wollt, dann gerne und direkt eine Mail an dennis@spielebude.com. Jo, das ist der Teil gewesen. Dann huscheln wir nochmal einmal rüber. Zu Warlord Games, da ist so die Waterloo-Campaign für das Black Powder Epic, ihre dritte große essentielle Box, sag ich einfach mal, bekommen. Und zwar sind die Preußen jetzt demnächst mit am Start, auch die bekommen einen großen Armeestarter. Und im Endeffekt ist das ja auch eine ganz wichtige Kiste, denn wenn man sich gerade den finalen großen Feldzug anschaut, dann war es ja so, dass die Briten zusammen mit den Preußen die Franzosen zurückgedrängt haben und bis kurz vor Waterloo gemeinsame Sache gemacht haben, bis die Preußen sich einmal aus einer Schlacht zurückhaben ziehen müssen, um dann aber aus der Reserve nochmal nachzuhobeln. Das Ganze wird jetzt demnächst auch spielerisch möglich sein. Und wie man das von den Epic-Startern kennt, sind da Tonnen an Miniaturen drin. Da ist auch so die Briten, die sind halb zusammengeklebt, die Franzosen sind schon ganz zusammengeklebt. Sobald alles richtig zusammengeklebt ist, werden wir auf diesem Tisch da endlich auch dann, wie Warlord Games das auch zeigt, einfach mal, damit man mal eine Runde spielen kann und wie ein buntes Plastik direkt loslegen kann. Da freue ich mich immens drauf, aber das ist schon echt... ich glaube, das ist ein Hobby für sich. So, schon fast. Wenn man ins Black Powder Epic Universum einsteigt, dann hat man halt seine 2000 Miniaturen in einer Packung. Ohne zu bemalen alleine schon, ist es unfassbar viel, was man da bauen muss, bauen kann, bauen darf, pro Seite. Denn die sind in 10er Streifen da. Kennst du jetzt, ne? Sind 200 Streifen trotzdem, die man zusammenbaut. Also im Endeffekt 200 Männchen, die man auf die Basis draufklebt. Das ist schon einfach nicht wenig und es ist aber trotzdem großartig. Also ich freue mich immens darauf, wenn das dann endlich fertig ist und wir da unsere ersten Spiele machen können. Vor allem bin ich auch gespannt, wie das bei euch ankommt, für all die, die eventuell noch gar keine Kontakte zu einem System wie Black Powder haben. Denn es gibt keine Punktewerte, kein Army Builder oder ähnliches bei Black Powder, beziehungsweise bei den ganzen Massenarmeesystemen von Warlord Games, sondern es ist so, dass man Szenarien dabei hat, die sind in den Grundbüchern drin, man kann sich Szenariobücher mit dabei holen und hat dann da drin stehen, was auf beiden Seiten für Armeen bzw. für Einheiten in den jeweiligen Armeen drin ist. Es wird gezeigt, wie ist das Feld aufgebaut,
weil man logischerweise die historischen einzelnen Settings da nachspielt. Und das ist das, was das System macht. Dementsprechend finde ich die Herangehensweise mal ganz spannend und ja, freue mich darauf, wenn wir damit loslegen können. So, dann sind wir mal wieder bei Games Workshop angelangt, denn GW haut halt im Moment echt viel raus. Auch da wieder ein neuer kleiner Teaser, und zwar die Zwerge werden angeteasert in Form ihrer Stats. Die heißen Hearthkin Warrior. Bei den Namen, ich habe ja immer noch das Ding offen, ne? Also wenn Games Workshop mich überrascht und nicht grob ersichtlich ist, dass da ganz viel Copy and Paste, Cat-Gedönse einfach von den Carrot und Overlords übernommen wird und man im Endeffekt eigentlich die Overlords plötzlich hat mit zwei, drei anderen Blinkies dran, dann mache ich auf jeden Fall für den Kanal eine 1000 Punkte Armee damit fertig. Da bin ich sehr überrascht. Also der der sieht jetzt doch schon so ein bisschen aus, nach wie vor, finde ich, wie einer von den Overlords. Der kann auch damit machen. Aber ich habe noch nicht alles gesehen, dementsprechend nicht vorverurteilen. Ansonsten von den Stats muss man sagen, ist nicht ganz so spannend, ne? 5 zur Bewegung. Ansonsten hat man Space Marine Stats, die, ich glaube, der Leadership-Wert, der ist ein bisschen drunter. Im Endeffekt hast du alte Marines. Ein Lebenspunkt, zwei Attacken und eine 7er Moral, abgesehen vom Chefe. Den Chefe haben sie nämlich nochmal einzeln rausgezogen. Der hat 2 Wunden und eine 8er Moral. Ja, das sind erstmal so die Grundstats. Wie gesagt, nichts Aufgeregtes, nichts, wo man sich denkt, wow, ab geht die Post. Ich weiß nicht, ob das da unten Metallfüße sind oder ob das einfach Metallstiefel sind. Wie gesagt, da ich einfach mal unterstelle, dass man da feist bei sich selber, nämlich bei den Character und Overlords geklaut hat, werden es ziemlich dicke Metallrüstungen sein. Deswegen haben die kleinen Nasen, glaube ich, auch ihren einen Dreier Rüster mit dabei bekommen. Ne? Das wird auf jeden Fall, Sinn machen. Sobald die Sprungtruppen raus sind, bin ich da mal gespannt. Oder die fliegenden Kanonenboote, wenn die kommen, dann wird es spannend dabei. Gut, das ist auf jeden Fall die. Und ich glaube, dann sind wir schon fast am Ende. Ja, Kikes. Zack. Na wunderbar. Ganz schön viel an Gedöns und ganz schön viel an Informationen diesmal. Aber wir sind zeitlich relativ gut rumgekommen. Hätte ich ja gar nicht mit dran geachtet. Ja. Also, wie gesagt, bei den Zwergen. Ich bin auf die Fahrzeuge gespannt. Ich würde es mir prinzipiell auch da wieder für die Zwerge beziehungsweise für so eine Fraktion als solches wünschen, wenn da nicht das übliche Games Workshop Copy and Paste Cat Design kommt, wie man zum Beispiel bei Age of Sigmar mit den großen auf beflügelten Reittieren kennt, die manchmal in der Scale verändert werden, die von ein paar kleinen Fraktionsdetails geändert werden und vielleicht mal gespiegelt werden. Aber wo man doch schon immer das Gefühl hat, ja, die Miniatur haben sie jetzt zum 5. Mal neu aufgelegt mit kleinen anderen Sachen. Ansonsten hat Mantic auf jeden Fall auch schon für Warpath einmal Skaven ähnlich, also nein, nicht Skaven, das ist ja Kopierschutz, Copyright. Mantic hat Ratten im Weltall angekündigt, hat auch schon die Modelle gezeigt, das heißt für Warpath werden Ratten im Weltall kommen, die man dann für Warpath nehmen kann oder für Grimdark, denn auch da gibt es regeltechnisch natürlich Ratten im Weltall, weil Spieler, weil Fans die haben wollen und findige Unternehmen, die nicht nur auf eine kleine Zielgruppe schauen, sondern vielleicht auch auf die Breite, auf die Deko machen wir. Games Workshop hat jetzt den Running Gag ihrer Squads mit den Uhren doch mal Wahrheit werden lassen und steht damit logischerweise dann jetzt allerdings als drittes an. Grimdark hat schon lange Zwerge im Weltall. Es gibt viele Designer für 3D-Modelle, die auch schon Zwerge mal angeteasert haben oder sie auch rausgebracht haben. Mantic hat für Warpath auch schon die Zwerge gezeigt und hat sie im Regelwerk drin. Dementsprechend kommt dann jetzt auch Games Workshop hinterher. Damit werden sie sich messen müssen, wobei man auch da fairerweise sagen muss, die meisten Leute werden sich wahrscheinlich die teureren Zwerge von Games Workshop holen, ungeachtet dessen, ob die besser sind oder nicht. Und
Ich werde sie mir holen, wenn sie mal nicht copy and paste sind. Das ist dann so. Das ist definitiv nicht. Ja. Gut. Ich bin der Einzige, der bei Zwergen im Weltall nicht auch an Schweine im Weltall denkt. Ich weiß es nicht. kann wohl sein, ja. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt anschließend einen Rhino haben, dann müsste ich es auf jeden Fall instant holen. Denn ein Rhino ist ja nicht bei den, bei den Caradon Overlords abgekupfert. Aber die Lore von denen, die fand ich schon irgendwie ganz eigenartig. Da bin ich mal gespannt, was denn da ist. Denn im Endeffekt ist es doch so, dass die das sind ja keine Squads, sondern sind die Voron-Dinger, wobei Voron für über. Heißen die Voron? Voron ist auf jeden Fall auch ein 3D-Drucker. Na egal. Im Endeffekt haben die ja ihre Computer, die das Volk lenken, und sie sind quasi die kleinen Handlanger, die dann diese großen Computer dann engineeren und dementsprechend dann diese großen Maschinen haben. Tja, das klingt schon so ein bisschen wie die Andrin Rigger bauen aus dem magischen Kristall, das sonst niemand hat, nämlich Äther. Wichtige Maschinen, neu und dementsprechend aber gut. So. Jetzt mal einmal gucken. Schweine im Weltall gab es bei den Muppets. Ja, das kann auf jeden Fall gut sein, genau. Ich bin sehr, sehr gespannt auf jeden Fall, was sie daraus machen. Und das Versprechen steht noch. So, bevor jetzt ich allerdings zur Verabschiedung komme, zum dieswöchigen Walk-Geflüster, nochmal der Aufruf. Wir stellen für unsere Druckerfarm, für den 3D-Druck als solches, eine Stelle bzw. eine Person ein. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schreibt an dennis@spielebude.com, um da alle möglichen Informationen dann im Detail zu bekommen. Ich freue mich da auf jeden Fall auf eure Bewerbung und bin gespannt, wer da unser Team auf jeden Fall dann verstärken wird. Gut, habe ich denn noch was vergessen? Ich glaube, nichts mehr als solches. Vielleicht noch als kurzer Reminder am Freitag, wie gesagt, kommt einfach der René auf die dreiste Idee, die Leute des Schwarzanlegen herauszufordern. Mal gucken, was meine Eide mit ihm machen. Und am Samstag ist der Jan Bernd da für zwei unterschiedliche Spiele im Grimdark-Setting, nämlich einmal Firefight und ein ganz normales Grimdark-Future-Spiel. In der nächsten Woche ist das Warp-Geflüster übrigens ein spezielles, denn es ist ein Jubiläums-Warp-Geflüster zum 10.000. Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal und da packen wir mal so richtig aus. Das heißt, da werden Preise durch die Gegend geschmissen. Da wird mir schon ganz schwummerig und euch hoffentlich auch. Aber wir haben es jetzt geschafft. Wir haben seit einiger Zeit stabil dann 10.000 Abonnenten. Das feiert man in der Regel nicht direkt, wenn es umschwingt, denn normalerweise so, dass natürlich den Algorithmus das immer noch ein bisschen hin und her wirbelt. Aber ich glaube, jetzt können wir uns mal langsam dran setzen und dementsprechend gibt es nächste Woche mal so richtig tüchtig. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass auch ihr eifrig und in zahlreicher Menge dann zugegen seid und mit dabei seid. Da fliegen die Kisten durch die Gegend, genau. Gut, ihr Lieben, dann linse ich nochmal einmal in den Chat rein, ob ich da irgendwo noch was vergessen habe oder ähnliches. Nö, aber da habe ich jetzt glücklicherweise nichts übersehen. Das ist wunderbar. Sollte mir doch noch etwas da durchgegangen sein, dann immer gerne anschließend aus der Dose in die Kommentare rein. Oder natürlich bei den nächsten Live-Videos mit dabei. Ja. Das ist auf jeden Fall Jawan Phase 2 Klone. Da am besten auch einmal eine Mail schicken, denn da weiß ich gerade nicht so viel drüber, beziehungsweise die Frage sagt mir nicht direkt was. Aber per Mail und dann an dennis@spielebude.com am besten, denn das muss ich sagen, wir haben das Problem, dass irgendjemand total Lustiges gerade unfassbar interessante Mails auch an die Info schickt. Ja, also da kann ich günstige Arbeitskräfte aus Fernost ziehen. Ich habe keine Ahnung, was medizinisches Material kann ich auch ganz viel kaufen. Das, da geht im Moment richtig was rum. Die anderen Sachen, die darf ich, glaube ich, nicht erwähnen,
Wegen Kinderschutzgründen, was da angeboten wird, da haust du aus den Latschen. Wann die Klontruppen der Phase 2 wieder da sind, ich weiß es leider im Moment nicht. Wenn die gerade nicht lieferbar sind, dann steht häufig nicht ein konkretes Nachdruckdatum bei den Sachen mit dabei. Das ist ähnlich zum Beispiel bei der Nachtwache oder bei anderen Sets. Alles, was ich weiß, ist, dass sowohl Asmodee in Deutschland als auch Kumine Not, als auch Atomic Mars bzw. Fantasy Flight als Head dabei richtig massiv immer seit einiger Zeit verstärkt darauf setzen, dass ein Restock immer schnell unterwegs ist. Jetzt ist es aber mal wieder, und ich weiß nicht, ob man sich da langsam dran gewöhnt oder ob das irgendwann so klingt, ach, ja, schon wieder die Lage, aber es ist schon wieder so, dass bestimmte Krisen dafür sorgen, dass auch da wieder einiges an Lieferschwierigkeiten da ist. Was man nicht vergessen darf, ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Corona-Pandemie, die ja durchaus noch stattfindet, anschaut, dann ist es so, dass zumindest wir im Kreis Borken hier im Moment in einer Woche 5-mal so viele Tote zu vermelden haben wie im letzten Jahr zur gleichen Zeit. Aber die Politiker sagen, aus welchen Gründen auch immer, und da möchte ich auch gar nicht so ein großes Politikum aufmachen, weil ich glaube, das wird schwierig, da alles über einen Damm zu kennen. Aber in dieser Situation sagen die Politiker hier ja im Moment, es gibt keine Maskenpflicht mehr, es gibt keine Impfpflichten mehr, die Quarantäne wird auch hier eingestampft. In China, dem Hauptproduktionsland, für viele Sachen, die wir gerne haben, um damit zu spielen, ist es so, dass die sagen, nicht, aus welchen Gründen auch immer, wir dämmen nach wie vor diese Pandemie ein, denn die Anzahl der Menschen, die ansonsten sterben, wenn man es eskalieren lässt, ist nach wie vor prozentual auf Infizierte vielleicht kleiner, aber auf Kopie rechnet, weil so viele haben, deutlich größer. Dementsprechend machen wir ganz krasse Lockdowns. Und jetzt war in Shenzhen, wenn ich das richtig ausspreche, Shenzhen, ich weiß auch nicht, ein komplett harter Lockdown. Das heißt, die Städten, wo produziert wird, da sitzen alle gerade zu Hause, um das da instant einzudämmen. Und das sorgt dafür, dass dann einfach mal für 2, 3, 4, 5 Wochen einfach nichts geliefert werden kann. Und ich gehe auch da davon aus, dass uns das noch eine ganze lange Zeit lang begleiten wird und sicherlich auch darüber hinweg begleiten wird, unabhängig davon, was europäische Politiker für eine Einstellung dazu haben, mit wie vielen menschlichen Verlusten man leben muss, damit man Freiheiten genießen kann. Andere Länder handhaben das anders, und wenn in diesen anderen Ländern die Hauptproduktionsstätten sind, dann gibt es einfach Lieferverzögerungen. Und wenn die ganze Welt hat überall unterschiedlich handhabt, dann weiß natürlich keiner, wie lange sowas noch dauert. Dementsprechend würde ich jetzt davon ausgehen, das wird noch eine ganze Zeit lang sich ziehen. Denn das, was man beim letzten Mal ja versucht hat, ist, die Produktionsstätten auch teilweise in anderen Territorien aufzuziehen, dass da die Lieferketten vielleicht anders oder fluffiger laufen oder wie auch immer. Aber das hat ja nicht funktioniert. Weil ich glaube, nach Vietnam wurden teilweise dann Produktionsstätten umgelegt, aber da gab es dann ebenfalls Lieferschwierigkeiten. Denn die Welt ist aktuell einfach verrückt. Ja. So schaut's aus. Dementsprechend, ich weiß, dass da ordentlich Gas gegeben wird. Wenn ich mir anschaue, ne, auch was für, was für Nachdruckgeschwindigkeiten gerade bei Armada da sind und wie da die Warenverfügbarkeit ist, also da konnten und können wir nach wie vor richtig was wegziehen, dann bin ich mir sicher, dass zumindest die Hersteller und alle in den Produktionsketten da richtig Gas geben, denn all die Systeme gewinnen seitdem GW den Fokus umgelegt hat, immens an Aufmerksamkeit, immens an Spielern und immens an Fans der jeweiligen Systeme. Und logischerweise wollen sich die anderen Unternehmen da das Geschäft nicht durch, so wie man es früher kannte, durch wirklich beschissene Verfügbarkeit kaputt machen lassen. Wäre auch doof, ne? Also dementsprechend
Mal gucken. Ich glaube, dass zumindest die Nachtwache in den nächsten ein, zwei Monaten wieder die Starterbox da sein soll. Ja. Gut, dementsprechend. An dieser Stelle einmal das vielleicht noch dann als kurzes Schlusswort. Warum ist wo, wie da an Verzögerung? Wie anfänglich schon gesagt, fängt bei unserer Hardware an. Ne? Also die großen Prusa-Drucker sogar, die sind auf Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres verschoben, die wir bestellt haben. Einfach weil da die Teile fehlen. Bei den Curing Stations, bei den Lieferanten, es ist einfach eine ganz, ganz eigenartige Zeit und ich hoffe einfach und gehe allerdings auch davon aus, dass es alles besser wird. Auf der anderen Seite, wenn man positiv denkt, dann kommt man vielleicht auch ein bisschen besser durch die Tage durch. Ihr Lieben, dementsprechend, jetzt wünsche ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall noch einen granatenstarken Abend. Ich bedanke mich riesig für eure Aufmerksamkeit. Denkt auf jeden Fall daran, Freitag A Song of Ice and Fire, Samstag Grimdark Firefight und Grimdark Future als zwei Spiele. Nächste Woche Mittwoch Riesenstream mit ganz vielen Gewinnen und wieder ganz, ganz vielen Gewinnen, die wir da raushauen. Und zum 10.000 Abo. Bis dahin, bleibt verspielt, ihr Juden. Bleibt gesund und immer fein. Weitermarschen.